Wir haben 10 brandneue Automaten bestellt, die heute angekommen sind. Ach, da geht jedem Automatenliebhaber das Herz auf. Seid gespannt, wie solch eine Lieferung in Deutschland ankommt. Warum es so viele sind? Ratet gerne in den Kommentaren, was es damit auf sich hat. Wir stehen auch kurz vor den 1000 Abonnenten und würden uns riesig freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützen könntet. Aber jetzt, Bühne frei für die Becker Brothers. Servus Leute, wir begeben uns gerade zu uns ins Lager und da wartet etwas ganz Spezielles auf uns. Um genau zu sagen, 10 spezielle Sachen warten auf uns. Wir müssen das jetzt entgegennehmen. Nehmt ihr euch jetzt mit? Fahren jetzt ins Lager und dann seht ihr, was wir abladen werden. Da drin die Schätze, die wir geordert haben, die kommen frisch aus Italien. Morgens leiser Stress. Der arme Fahrer steht schon um 8 Uhr da, keiner konnte Bescheid geben. Also der nächste Transporter wird dann diese Größe. Nummer 1. Arbeit. Wartet mal, was das wohl ist. Ziemlich schmal, ziemlich klein. Noch 3, die ihr hier abladen muss, und 3 bringen wir gleich weiter. Mit denen wird auch noch was Spannendes passieren. Das werden wir euch auch noch in den nächsten Videos zeigen. Noch möchte ich nichts dazu sagen. Der letzte, der hier am Standort von der Palette geht. Von der Palette? Vom LKW. Ein wichtiger Punkt, wenn ihr eine größere Lieferung bekommt oder auch wenn es nur ein Automat ist, der kommt, bevor ihr den Fahrer unterschreibt und weg verabschiedet, schaut ganz genau auf eure Lieferung, ob es irgendwo Dellen gibt, ob irgendwo was aufgerissen ist, ob irgendwo Beschädigungen sind, die ihr gleich seht. Das ist immer ganz wichtig, weil wenn ihr jetzt da unterschreibt und sagt, alles cool, dann fährt der Fahrer los und dann könnt ihr nichts mehr reklamieren. Damit habt ihr praktisch mit eurer Unterschrift das okay gegeben, dass alles in Ordnung ist. Deswegen immer kurz prüfen und wenn irgendetwas ist, dann sofort nachgehen, mit der Logistikfirma sprechen, mit eurem Ansprechpartner von den Automaten. Vertrieblern sprechen, weil später ist nichts mehr mit Reklamation und dann bleibt ihr auf dem Problem sitzen. Ganz klar ist natürlich auch, dass man die Automaten nicht anschließen kann und testen kann, vor allem wenn jetzt so eine Lieferung kommt wie bei uns. Du kannst nicht einfach anfangen, hier alle aufzumachen, anzuschließen, zu gucken, ob sie funktionieren. Das funktioniert so nicht. Es ist aber auch jedem bewusst, der Fahrer hat keine Zeit dafür und ihr könnt das wahrscheinlich zeitlich auch nicht machen. Es geht hier wirklich rein um die äußeren Beschädigungen. Ist die Folie gerissen? Ist irgendwie die Pappe eingedellt? Hast du irgendwo Beschädigungen von außen? Wenn es, so wie jetzt in unserem Fall, keine Beschädigung von außen hat, dann ist auf den ersten Blick erstmal alles cool. So, wir sind jetzt am nächsten Standort. Ich mache den Stapler ready. Den brauchen wir jetzt doch nicht. Ich will ihn auch nicht unbedingt fahren, das ist so eine alte Gurke. Ich höre den LKW schon, der kommt schon. Hier werden noch 3 Stück abgeladen und dann ist eigentlich Feierabend für heute. Das ist wie Weihnachten, Silvester, Geburtstag, Urlaub, alles zusammen. Jetzt wäre ich eigentlich aufgestanden. Was vielleicht noch ganz interessant wäre zu wissen, ist, dass es sich hier um G-Snack 8 Modelle gehandelt hat. Was wir damit vorhaben, werdet ihr in Zukunft auch noch sehen. Leider ist das auch schon das Ende vom Video. Hat es euch gefallen? Dann lasst uns doch gerne einen Like da und uns würde auch brennend interessieren, ob ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet. Wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao!